Dr. Armin Prinz zur Lippe ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Wir von der EZ haben die Bürger gefragt, was ihnen besonders von ihrem Prinzen in Erinnerung bleiben wird. Dass er sehr leutselig war, dass er wirklich sich ein bisschen gekümmert hat auch. Und wie gesagt, ich habe ihn öfter mal im Theater gesehen mit seiner Frau. Ja, ich habe damals seine Buchungsmaschine immer repariert. links, wo er reinkam, links war das Büro. Ja, und jeder sagte, nein, der Durchlauf kommt gleich. Ja, auf jeden Fall ein Mensch, der auch die Bürgernähe gesucht hat und der sich auch immer unters Volk gemischt hat. Das ist schade, war wirklich ein ganz feiner Mensch, was man so kennengelernt hat. Ja, das kann ich bestätigen und ich meine, dass er sich auch sehr eingesetzt hat für karikative Zwecke in Detmold und Institutionen gefördert hat, so die das Miteinander zum Ziel hatten, ne? Und dass er hier eine sehr, sehr wichtige, herausragende Figur in Detmold gewesen ist. Das ist wirklich sehr schade, dass er gestorben ist. Er ist ein sehr sympathischer Mann. Ich sehe ihn öfter oder habe ihn öfter gesehen, wenn er mit seiner Frau einkaufen geht und seinem schwarzen Hund. Also einmalig sympathisch. Das geht mir auch heute gar nicht aus dem Kopf, als ich das gehört habe. Ist traurig. Wie ein Bürger dieses kleinen Landes. Der war nie elitär. Also auf jeden Fall hat er nicht den Eindruck gemacht. Ja, ich habe ihn öfters mal so gesehen, wenn er durch die Stadt ging oder samstags mal zum Markt mit ihrem Hund. Ne? Also ich fand ihn sehr sympathisch. Ich habe einen Bezug dazu, weil ich selber im Kontakt mit der Fürstin Pauline bin, also mit der Stiftung. Und ich finde das aus diesen Gründen, weil die Familie einfach sehr, sehr viel für Detmold auch tut und weil das eine gewisse Bedeutung hat auch für Detmold, finde ich es einfach so sehr, sehr schade. Und das, also ich finde es sehr bedauerlich. Natürlich tut es mir sehr leid und es gab mir auch gleich ein bisschen, wie soll ich sagen, es ging mir durch. Und ich sah das Ehepaar nur immer in der Stadt zusammen, weil ich sie so ja gar nicht kenne, weil wir später mal hier zugezogen sind. Aber sonst, man sah schon die Ähnlichkeit bei beiden.